Hallo, ihr meine Lieben, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur Alten Donau. Wir gehen heute nämlich schwimmen. Und zwar hat der Patrick das ja für sich entdeckt, das Stand-Up-Paddle-Fahren. Und seitdem, also ist das richtig, also sind wir auch auf den Geschmack der Alten Donau gekommen. Früher waren wir nicht so, wir waren eher so Freibad, wenn überhaupt. Aber dort ist es wirklich sehr, sehr schön. Ich war sehr überrascht. Man hat das Gefühl, man ist irgendwie am Meer, weil man ist so, der Boden ist so sandig und das Wasser ist warm und seicht. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und da fahren wir jetzt hin. Da werden wir mitnehmen heute zu unserem Badetag. Davor müssen wir auch noch ein paar Getränke und so ein paar kleine Snacks kaufen. Ja, heute ist einer, glaube ich, einer der heißesten Tage der Woche angekündigt worden. Und ja, das nutzen wir natürlich auch für uns aus und gehen auf jeden Fall schwimmen. Ja, und ihr seid mit dabei. Da hat wer Hunger. Die Mama hat alles leer gekauft. Naja, oben ist auch noch. Na toll. Aber viele Kinder. Was brauchen wir noch? Keksmäßig. Aber ich habe jetzt eh so Schnitten mit. Ja, dann passt. Weil sonst andere Sachen schmelzen. Ja. Vielleicht so Affumicato-Käse. Affumicato? Io? In italiano? Io. Ok. Dann nehmen wir noch. Provoletta. Schauen wir wegen was für Schinken oder Wurst. Knoblauchspeck, Kümmelblatt. Ja. Nimm lieber so einen Schinken. Boah, das riecht so pervers. Ja, aber das nur mit dem Saufmaß. Na, danach auch. Nimm normale Schinken bitte. Na, zu viel soll man nicht nehmen, oder? Okay, soll ich das auch nehmen? Du, dass du mir nicht willst, aber. Ha. Ein kleiner Einkauf für unseren Badetag. Ich meine, gibt euch das. Wir haben aber für das Ganze hier nur 55 Euro ausgegeben. Das ist schon krass und wir haben uns richtig gegönnt. Also wir haben Säfte gekauft, auch Wasser natürlich, Süßzeug, also wie Macarons und Waffeln. Wir haben auch so Salami, Schinken, Käse und auch Obst hat der Papa gekauft, damit wir so Sandwiches machen. Ich habe Brot gekauft, Schokocroissants, Semmeln, ja, Chips. Also finde ich mal richtig toll, haben wir das gemacht. Und einen Sackerl haben wir uns auch gekauft. Ist ja nicht so, dass wir 20 solcher Tüten zu Hause haben, aber nie eins mit, wenn wir eins brauchen. Nie! Das ist immer so, keine Ahnung, können wir bald einen Handel mit Tüten eröffnen, von verschiedenen Supermärkten. Ja, der Papa hat auf jeden Fall die Kühlbox mitgenommen und die wird jetzt mal schön befüllt mit den Getränken. Und ich werde auf jeden Fall, soll ich jetzt schon Sandwiches machen oder drüben dann? Ich glaube, drüben ist besser, oder? Okay, okay. Hey ihr Lieben, wir sind schon beim Donau. Alte Donau heißt das, oder wie ja, heißt ja. Das? Ja. Ich bin schon ziemlich müde. Ich habe die zwei Paddel mit Patti zusammen aufgeblasen, gepumpt, oder? Geblasen, genau. Aufgepumpt. Ja, halt mit dem Mund. Na, das ist ein Scherz. Mit der Pumpe, aber es ist echt anstrengend. Und es kommt schon ziemlich viel Luft rein. Ja, ein Bar, oder? Ein Bar, ja. Das ist schon einmal, wenn du das mit dem Mund machst, Papa. So ein Lungenvolumen. Der Bar braucht 24 Stunden. Okay, das schaffe ich schon. Ja, wir waren ja. Mega schön. Jetzt zeig mal da. Also, hier sind wir an der Donau. Und hier sind so kleine Buchten, heißt das so? Na, weiß nicht, wo man halt ins Wasser ran kann. Und ja, Papa und Patrick haben hier schon die Subs aufge... Zeig uns, Papa, wie geht das? Eins, zwei... Oh! Andere ist schon aufgepumpt. Das wäre schon die Kraft jetzt. Danke, Patrick. Ich finde es richtig toll hier, weil es nicht so viel los ist. Und das ist... Wir haben sogar einen Schattenplatz. Sarah, du musst Wasser. Die Luisa ist schon ready zum Tauchen. Warte, das ist ein bisschen schief, oder? Nein. Entschuldigung. Ich kann noch riechen. Kannst du noch riechen? Viel Spaß! Schaut euch mal das an, man hat ja das Gefühl, als wäre man am Meer. Mein Schatten, ich habe Philipp im Arm. Und hier ist die Luisa und die Michelle. Das ist hier an der alten Donau. Mega schön. Das Wasser ist richtig warm. Der Patrick! Mama schön, hm? Ja, ich bin unkreuz. Und Lara, macht Spaß? Der Papa, ich wechsel immer die Hand und der Papa macht's. Das ist gruselig. Wieso denn? Aber ich hab keine Angst gehabt. Wieso fährst du mit dem und der Bauer mit dem anderen? Singen sehen oder ist so? Zufall? Das ist wahrscheinlich besser. Achso? Es wirkt breiter, oder? Ja. Kann ich weiter fahren? Und Papa? Und wie bremse ich? Und Papa? Geht's besser? Macht Spaß, aber meine Beine tun weh. Kann ich so lange drauf? Knien. Ja, und aber dann setz dich doch auf deine Füße. Du, Michel, magst du nicht fahren? Ich bin ein alter Mann. Richtig geschickt,
Was ist mit dem Koffer? Hier hat das große Jausen schon begonnen. Wir haben dann Kindern Brote gemacht. Da liegt dort rechts. Das Gute. Das Gute. Aha, das war das Gute. Speck, Speck. Das ist das selber, oder? Nein, das kommt da. Bisschen Wasser und unsere Kinder sind schon richtig verhungert. Ich war auch mal so ein Speck wie du, aber ist auch Speck, Speck, Speck. Liegt in der Familie. Ja. Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall mal eine kleine Snackpause. Ich habe schon gegessen. Meine Snacks hätten wir ja genug da, ne? Habt ihr gesehen? Aber der Philipp hat deine Beine. Ja, ey. Der Philipp ist eher wie Lara und Patrick und ich. Hoppala, hoppala, hoppala. Also ja, der Patrick, die Lara und der Philipp haben ja auch alle mehr, haben ja alle 4 Kilo gehabt. Du und die Luisa habt 3,5 gehabt. Schaut mal bitte, wie süß. Die Schwäne. Das sind Mama und Papa und die drei Babys. Eine Familie, oder? Süß, oder? Schau, wie die sich hier putzen. Die tun sich doch putzen, doch schau. Oh mein Gott, das ist so gruselig aus. Sieht doch nicht gruselig aus, wie unsere. Ja, süß. Wie unsere Ente, nur ein bisschen größer. Die geht raus. Machen wir nicht. Die Mama kommt auch ins Wasser. Hier mehr, gell? Mit dem Wasser. Ja, das ist nur am Anfang. Danach ist was? Sind Steine. Ach so, wirklich? Ja, nur da am Anfang ist Sand. Das tut dann weh, oder was? Das nein. Ist wie in Kroatien sozusagen, ja. Nicht wie in Italien. Hier ja. Anfang Italien. Wie in Kroatien, aber das Meer ist nicht verbreitet. Schöne Schwäne. Na, da definitiv nicht. Aber so wie die so alle rausgekommen sind, so. Und dann haben sie alle drei angefangen, sich so zu putzen. So. Ja. Die dann so säubern. Vater, Mutter hier. Das ist so ein Aufpassen. Die Kinder sind süß, gell? Philipp! Darf ich die Kamera nachmachen? Na, bitte nicht. Nicht Kamera nachmachen. Ich kann mich so lange drehen, wie. Zehnmal viel. Wie lange mich drehen? Wie oft du dich drehst? Eins, zwei. Mama. Die Mama mag kein Wasser. Das war gemein. Das ist super nett. Das ist eine Achse. Geh ins Wasser. Lara. Ich habe ein Baby in der Hand. Not Mami. Ich habe meine Kitzbühne. Ich habe meine Mami. So, meine Lieben, unser Badetag ist zu Ende. Das ist der kleine Philipp. Wir haben alles zusammengepackt. Wir haben natürlich wie immer richtig viel Zeug dabei. Alles Mögliche. Für 7 Leute braucht man viel. Nicht mehr als sonst. Jetzt so ab 4 Uhr kamen dann richtig viele Leute. Da war da wirklich viel los. Gell, Baba? Als wir gekommen sind, war noch okay. Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Komm, Philipp. Phil. Komm, Philipp. Hat Leuten jetzt beim Spielen zugeschaut. War süß. So, wir fahren jetzt einmal nach Hause und wir freuen uns schon alle auf unsere Dusche. Das ist immer das Erste. Es gibt Kampf um die Dusche, oder? Ich bin auch das Spiel. Das ist so stressig. Ach so? Ja. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wir haben schon zum Teil geduscht. Also die kleinen Kinder und ich. Guck mir an, der Turban ist nämlich so geheuer. Der Papa bereitet uns jetzt schon was zum Essen vor. Der hat noch nicht geduscht. Und die Michelle ist gerade duschen, der Patrick ist gerade mit den Doggies im Garten. Was gibt's heute zum Essen? Heute gibt es, was kann man essen auf dieser Hitze, auf so einen Salat. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr heiß. Ich glaube, das hat er gerade jetzt, ich bin jetzt kurz knapp 20 Uhr und hat jetzt noch 34 Grad. Genau. Und man merkt wirklich, wie heiß es ist. Aber ich genieße es, ich liebe den Sommer. Mir ist lieber heiß als kalt. Also bin ich mehr Frühling. Ich mecker da nicht so. Ja. Aber diese Hitze, das mache ich Patrick. Nein, ich will's. Hitze, Hitze. Baden gehen, das ist schon schön. Den Winter muss man mehr im Haus hocken, mehr oder weniger. Ja, ist auch kuschelig, man kuschelt miteinander. Ja, und was ich noch heute gekauft habe, ich war kurz beim Hofer. Gib dir mal kurz, ich muss ein bisschen den Tisch putzen. Also, ich war beim Hofer, habe ich etwas für Salat gekauft, und zwar
Tomaten natürlich, weil was ist das für ein Salat, wenn es keine Tomaten dabei sind. Gurken habe ich auch natürlich. Aber was ich noch dazu gekauft habe, was wir dieses Jahr noch nicht gegessen haben, Mais. Ich habe 2 Packungen gekauft. Ja, ich liebe Mais. Ich mag meistens Mais, wenn es gegrillt ist. Aber ja, wegen der Hitze wird man wahrscheinlich ins Wasser kochen. Also wir werden kein Feuer machen, weil es zu gefährlich ist. Bei uns im Garten ist der Rasen komplett verbrannt. Deswegen werden wir auch kein offenes Feuer machen. So, bis ich mal duschen dran komme, werde ich das Salat vorbereiten. Ich habe mir schon ein Bier aufgemacht, weil ja, das gehört dazu. Und ja, wir genießen noch den Abend, schauen, was wir heute noch machen. Und ihr seid natürlich dabei. Essen ist fertig. Papa hat jetzt mit den Salat geschnibbelt und jetzt wird es noch umgerührt mit den Fingern. Ja, das ist selbst gemacht. Mit den Fingern. Das hat man selbst gemacht. Ah, alles klar. Wenn man den mit irgendwas anderem verrührt, dann ist es nicht mehr. Je, es hat aber nicht fertig. Die Diebe. Wie schön, das ist ein grünes Zeug. Ja, was macht ihr da mit dem Pinsel? Nein. Setz dich auf dein Platz. Hast du jetzt ein Glas mit dem Pinsel reingefasst? Nein, das hat der Philipp gemacht. Ist das, sind das frische Gläser? Der Papa ist jetzt der Einzige, der noch nicht geduscht hat, oder? Ja. Ich hab Salat gemacht für diese Ratte. Oh. Na gut, dann. Ich muss ja setz dich hin. Ah, sitzen. Boah, ist gut. Lisa, setz dich hin. Warte, ich kann so ein bisschen salzen. Lisa, Mausi, setz dich her zu Mami. Wie nö. Papa hat Salat gemacht. Nein. Ey, nein. Schon gegessen. Ja, die Mama ist jetzt mit den Kleinen ins Bett gegangen, weil der war schon ziemlich müde. Ich werde jetzt auch duschen gehen. Aufräumen habe ich einen Teil aufgeräumt, den Rest werde ich einfach in Spülbecken reingeben, den Geschirrspüler rennt schon. War kein Platz mehr für den Rest. Und ja, ich werde jetzt auch den Vlog beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis nächstes Mal. Tschüss!